Zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Hermann Gahr von der ÖVP. Der Rahmenplan gibt uns Planungs- und Projektsicherheit. Und ich glaube, es ist aber ganz, ganz wichtig, es wurde heute von den Vorrednern schon einige Male betont, wir brauchen aber auch Umsetzungssicherheit und klare Zeitpläne, die eingehalten werden müssen. Der ÖPP-Rahmenplan bringt für Tirol 3,7 Milliarden, wovon 2,7 Milliarden für den Zulauf, Notzulauf des Brenner Basistunnel und für die Baulose in Tirol veranschlagt sind. Meine konkrete Bitte, Frau Bundesminister, wir brauchen, gerade was den nördlichen Zulauf betrifft, hier einen intensiven Austausch und Verbindlichkeit mit Deutschland. Es gibt ja eine neue Regierung und ich glaube, wichtig ist jetzt, dass wir diese Trassenfindung, und es hat gerade kürzlich einen Projektbeirat gegeben, dass wir diese Trassenfindung abschließen können und dass wir in die Umsetzung kommen. Es dauert sowieso schon länger, aber desto trotz, wir müssen gemeinsam arbeiten, wenn drei Länder betroffen sind und die EU betroffen ist. Also ich glaube, es geht halt für uns jetzt auch um eine Koordinierung und ich darf Ihnen diese höfliche Bitte, Frau Bundesminister, mitgeben. Es geht um die Tiroler Bevölkerung. Wir sind am Anschlag, was den Transit betrifft. Es geht einfach nicht mehr mehr. Wir können nicht mehr mehr LKWs aufnehmen. Und ich glaube, ganz, ganz wichtig ist auch, eine kluge Verlagerungsstrategie einzuleiten, dass wir vorbereitet sind. Und die Schweiz hat uns das ja über viele Jahre, da macht uns das vor, da zeigt uns das vor, dass man Verkehr, wenn man Verkehr verlagern muss, muss man die Rahmenbedingungen schaffen. Und ich glaube, das war eine wichtige Herausforderung. Insgesamt möchte ich mich bedanken für die Modernisierung der Bahnhöfe und der Infrastruktur. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben ja mit dem Klimaticket der Basis, dass die Menschen den öffentlichen Verkehr nützen können und dazu braucht es eine moderne Infrastruktur und der Ausbau der Bahnhöfe, glaube ich, und Park-and-Ride-Anlagen muss weiter vorangetrieben werden, dann ist das Angebot attraktiv und die Bahn attraktiv. In diesem Sinne, glaube ich, geht es um eine Zusammenarbeit, um eine Koordination und dass wir die Dinge umsetzen. Vielen Dank. Hermann Gahr von der ÖVP mit einem Appell an die Bundesministerin. Tirol ist am Anschlag, was den Transit betrifft, so der Abgeordnete. Es braucht eine Verlagerung des Verkehrs.